Im Januar 2024 hatte Microsoft zugegeben, dass es von der durch Russland finanzierten Hackergruppe Midnight Blizzard, früher Nobelium, seit November 2023 gehackt wurde. Der Zugriff erfolgte damals über einen Test-Account und Password-Spraying. Es gelang, in das Produktivsystem einzudringen. Mailverkehr zwischen Geschäftsführung und Sicherheitsmitarbeitern wurde abgehört. Am 8. März 2024 gab Microsoft zu, dass die Hacker Zugriff auf Quellcode-Repositories und interne Systeme erlangten. Unter anderem wurden dabei Passwörter und Schlüssel erbeutet. Die CISA Cybercrime und Infrastructure Security Agency der USA berichtet, dass es eine Reihe von vermeidbaren Fehlern gab. Microsoft wird darin kritisiert, dass es anders als bei anderen Cloud-Anbietern keine ähnlichen internen Sicherheitsmechanismen einsetzt wie andere. Die Sicherheitskultur bei Microsoft muss besser werden. Es ist ein harter Schlag gegen das Unternehmen, zumal offenbar vieles unklar ist. Microsoft sagte, man wisse, wie der Master Key gestohlen worden sei. Für die Crash-Speichertheorie gibt es bisher keinen Beweis. In keinem Speicher konnte ein solcher Key gefunden werden. Auch ein Zusammenhang mit einem gehackten Entwicklerkonto aus 2021 kann nicht belegt werden. Es gibt noch 45 weitere Theorien, um es anders zu sagen. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Microsoft hatte bereits letztes Jahr behauptet, man habe eine Erklärung zum Vorgang gefunden. Der aktuelle CISA-Bericht widerlegt das. Ein anderes Problem war, dass ein abgelaufener Key von 2016 gültige Token erstellen konnte. Bei der Consumer Cloud sollten die Schlüssel automatisch gewechselt werden, aber das wurde doch nicht umgesetzt. Als ein manueller Wechsel fehlschlug, war die Cloud offline. Seitdem gab es praktischerweise gar keinen Keywechsel mehr. Ein völlig fahrlässiges Vorgehen. Die CISA will dem Department of Homeland Security im September einen detaillierten Bericht vorlegen. Es bleibt nur zu hoffen, dass Microsoft umgehend wieder eine funktionierende Sicherheitskultur einführt. Ansonsten hat das Vorgehen Ähnlichkeit mit dem Vorgehen des Flugzeugherstellers Boeing.